Hallo zusammen, hier ist wieder Ocella und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Guide präsentieren. Es geht nämlich um ein Berufsitem, welches wir für die Lederer-Quest aus Patch 8.1.5 bekommen. Was ist das? Und zwar gibt es für jeden Craft-Beruf jetzt eine Quest, wenn ihr das maximale, die maximale Stufe des Berufs erreicht habt. Und zwar Kultiras bzw. Zandalar auf 150. Und heute schauen wir uns das Leder-Item an. Ich habe mir das schon erspielt. Hier haben wir es. Schädel der donnernden Häute heißt es. Und was macht es? Um es kurz zu machen, wenn wir es einsetzen, kriegen wir quasi einen HT-Buff, der 25% ist, nicht 30%. Also sprich, wir haben einfach Free Drums und das Ding hat 10 Minuten Abklingzeit. 10 Minuten ist auch unser Erschöpfungsbuff. Sprich, wir haben für uns selber immer Trommeln dabei. Ist eine schicke Geschichte. Was müssen wir jetzt genau für machen? Wir müssen einmal die maximale Stufe in unserem Beruf erreichen. Heißt auf Lederer hier 150 von 150. Bei mir jetzt Kultiras, wenn ihr Hordler seid, dann ist es Zandalar. Wenn ihr das getan habt, dann geht ihr zu eurem Berufehändler. Und zwar, beziehungsweise Lehrer, wenn dann einmal in Dazar Alor zum Lederhändler oder Lehrer oder wenn ihr Allianzler seid, einmal in Kultiras. Wo der genau ist, denke ich mal, dürftet ihr wissen, weil sonst wärt ihr nicht auf einem 150er Skill. Wenn ihr das gemacht habt, bekommt ihr da eine Quest. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Schmiede-Quest noch offen. Das wird euch auch auf der Karte angezeigt, wo es genau ist. Wenn ihr diese Quest annimmt, müsst ihr ein paar Quest-Steps durchmachen. Dauert so eine Viertelstunde, Pi mal Daumen. Ich denke mal, das brauche ich jetzt hier nicht extra aufführen. Einfach der Quest folgen, das ist nicht sonderlich schwer. Müsst ihr zwischendrin ein paar Mats kaufen. Teuer ist es nicht. Unterm Strich basteln wir halt ein paar Trommeln, müssen die dann auch in der ganzen Welt aufstellen. So eine mehr oder minder spannende Questreihe. Interessant wird es jetzt, wenn wir die Questreihe fertig gemacht haben. Und zwar ist es bei allen Berufsquests dann so, dass wir nicht das Item kriegen am Ende der Quest, sondern wir kriegen das Rezept, um das Item herzustellen. Und hier setzt jetzt der Guide quasi ein. Und zwar, wie kommen wir an die Items, um dieses Ding herzustellen? Wir haben nämlich jetzt hier 6 Sachen, die wir besorgen müssen. Expulsum brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Bekommt ihr, wenn ihr Sachen schreddert, raus. Hier kann ich empfehlen, die World Quests zu machen, die es in eurer Hauptstadt gibt, wo ihr immer 5 Expulsum kriegt. Das ist relativ gut. Trinkets, wenn ihr disst, bekommt ihr auch immer eins. Sonst müsst ihr halt viele kleine Sachen klein machen. Ja? Die solltet ihr einfach tendenziell eher dafür aufsparen. Dann haben wir die Bälge, beziehungsweise hier die Knochen, die bekommt ihr über Kirschner, beziehungsweise ganz normal könnt ihr sie im AH kaufen. Die beiden interessanten Sachen sind hier diese beiden. Und zwar haben wir lange majestätische Szene und diese droppt, habe ich hier gesehen, von diesen Dinos hier. Und zwar sind wir jetzt einmal hier in Nasmi auf den Koordinaten 69, 35 und diese Dinos hier, diese großen, droppen sie. Und zwar droppen sie ziemlich beschissen. Die sind Elite, haben 300.000 Leben, die kann man alleine easy umhauen, das ist kein Stress. Bloß, man muss hier wirklich viele umhauen. Also ich glaube, ich war hier 20 Minuten, eine halbe Stunde habe ich diese Dinos gekillt, bis ich alle 4 zusammen habe. Also es dauert ein bisschen. So, und jetzt kommen wir noch zu dem noch beschisseneren Teil. Und zwar brauchen wir noch Geist des Geschlagenen. Und zwar ist das ebenfalls eine limitierte Ressource und diese bekommen wir von allen Wildtier-Rares in der BFA-Expansion. Heißt, ihr müsst euch einen Rare suchen, der ein Wildtier ist und den unboxen. Ja? Hört sich jetzt erstmal einfach an, ist es prinzipiell auch. Ihr bekommt das auch von Rares, die ihr schon gekillt habt. Ihr könnt auch immer wieder den gleichen Rare killen, aber ihr könnt so ein Ding nur jede Viertelstunde bekommen. Heißt, ihr könnt es jetzt so machen, dass ihr das langsam nebenbei macht. Immer wenn ihr die World Quest eh macht und ein Wildtier umhaut, bekommt ihr halt mal eins. Oder ihr versucht es effizient gleich am Stück zu farmen. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe mich an einen Rare reingestellt. Ich kann euch sagen, auch wen hier unten war. So ein Basilisk ist aber auch vollkommen egal, welchen ihr macht. Ne? Es droppt, ich habe verschiedene ausprobiert, es droppt wirklich von jedem Wildtier Rare. Ne? Hab den umgehauen. Eine Viertelstunde muss man genau warten, ihn wieder umgehauen, wieder eine Viertelstunde warten, wieder umgehauen. Für mich ist das praktisch, weil ich 2 Accounts habe und nebenbei was anderes machen kann. Ja. Euch würde ich vielleicht raten, macht das halt langsam nebenbei. Euer FreeHT rennt euch nicht weg. Ja. Und macht es, wenn ihr die World Quests immer macht, dann bekommt ihr so auch das Zeug. So, dann noch ein paar Fakten zu dem Ding. Ich habe es mal ausprobiert. Also, so wie es dran stellt, bekommen wir nur selber den HT-Buff und jetzt kommt die schlechte Nachricht, Leute.
Man kann es nicht in Instanzen benutzen. Wenn es nicht in Instanzen geht, geht es bestimmt auch nicht im Raid. Und andere Items, die man hier über die Berufsquest sich holen konnte, die gingen selbst nicht mal auf Inseln, ja? Also Inseleroberung auch nicht. Auf der Insel habe ich es noch nicht getestet. Solltet ihr das gemacht haben, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Ich vermute aber, wenn das Ingi-Item nicht auf den Inseln geht, dann wird das wahrscheinlich auch nicht auf den Inseln funktionieren. Gut, das war es eigentlich soweit, was ihr wissen müsst. Ich werde jetzt die anderen Berufs-Items mir auch nochmal alle angucken. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr da gerne reinschauen in die Videos. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.